Bad words gon' never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones gon' break my bones. Bad words gon' never hurt me no more. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Fragen-Antworten-Video und ich werde versuchen, alle eure Fragen rund um den frischen Familienwelpen zu beantworten. Deswegen sitze ich hier schon bereit mit Kaffee und Handy, wo die Fragen drin abgespeichert sind. Und Otto ist natürlich auch da. Wer Otto noch nicht kennt, der sollte vielleicht mein letztes Video erstmal angucken, da stelle ich ihn euch vor. Das ist ein junger Australian Shepherd Welpe und hat natürlich hier ordentlich nochmal doppelt und dreifach Leben in unsere Bude reingebracht. Aber wenn wir nicht schon genug hätten mit drei kleinen Kindern. Das ist mein Lifestyle. Und ich möchte heute eure Fragen beantworten. Es waren auch ganz schön viele unterschiedliche dabei. Und ich möchte aber vorher noch einmal kurz sagen, wenn es hier Videos zum Thema Hund gibt, dann ist das erstens wirklich kein reines Hundevideo, sondern es ist immer bezogen auf die Familie, bezogen auf die Kinder und das Muttersein im Zusammenspiel. Und außerdem, ich werde ganz, ganz oft gefragt, ist das dein erster Hund? Und so kann man es jetzt auch nicht sagen. Ich bin mit einem Hund aufgewachsen. In meiner Jugend hatten wir dann auch wieder einen Hund. Meine Schwester hatte viele Jahre lang einen Hund, bis vor kurzem noch. Und das ist unser erster Familienhund, aber es ist jetzt nicht so, dass ich vollkommen unerfahren bin. Trotzdem bin ich, würde ich mich als absoluter Profi mit Kindern bezeichnen. Und das, ja, alles, was so mit Kindern, Familie, Muttersein zu tun hat, da fühle ich mich halt total selbstsicher. Und bei dem Hundethema ist es halt nicht so. Da muss man halt erstmal reinwachsen und deswegen sind das Videos, die rein aus meiner eigenen Erfahrung kommen. Lange Rede, bisschen Sinn, jetzt geht's los mit euren Fragen. Hoffentlich habt ihr auch was zu trinken. Ich habe meinen Kaffee noch übrig und Otto, du frisst jetzt bitte nicht den Teppich. Ich zeige ihn euch gleich natürlich auch nochmal. Der ist auf jeden Fall schon mega gewachsen. Wie würdest du Otto beschreiben? Ich finde, das ist ein ganz schöner Start für dieses Video, denn ja, Otto ist ein schon typischer Australian Shepherd. Wer die Rasse nicht kennt, die sind, eine von euch hat das ganz, ganz toll geschrieben, die sind immer so ein bisschen drüber. Also so wie ich. Die sind immer total aktiv und bisschen so wie auf Zuckerschock. Und die möchten was erleben, die möchten lernen, die sind sehr wissbegierig und auch sehr, sehr intelligent. Und das passt komplett. Australian Shepherds sind auch dafür bekannt, dass die sehr, sehr treu ihrem menschlichen Gefährten gegenüber sind. Und das merkt man auch schon sehr, sehr stark. Und ansonsten ist der frech, kinderlieb, wuselig und clever. Wie ist die Bindung zu den Kindern? Am Anfang war die Bindung zu jedem Kind gleich. Er ist mega kinderlieb und das haben wir eben auch schon beim Kennenlernen gespürt. Deswegen haben wir uns ja gerade für ihn entschieden. Es gab ja noch 7 andere Welpen und er ist besonders kinderlieb. Ich merke das jetzt daran, der kommt ja auch mit vor den Kindergarten und an den Schulhof und so. Er liebt alle Kinder. Er möchte alle Kinder begrüßen und ich glaube, er denkt auch noch so ein bisschen, alle Kinder gehören auch einfach zu ihm, weil wir eben hier 3 haben. Ja, von dir rede ich. Und das ist total süß. Und jetzt ist so wirklich, weil meine 3 Kinder auch so unterschiedlich sind, ist die Bindung auch anders. Ich habe ein sehr, sehr vorsichtiges Kind, was sich ganz, ganz sanft und behutsam um ihn kümmert und so verhält er sich auch dem Kind gegenüber. Ich habe ein sehr freches Kind und bolleriges Kind und so verhält sich der Hund auch dem Kind gegenüber. Und da hat so jeder so seine eigene Bindung. Das ist einfach wie ein Rudel. Es gibt Kinder, die werden hier richtig wild bespielt und es gibt Kinder, mit denen ist er vorsichtiger. Und so hat er das schon voll gelernt. Daran merke ich echt, er ist richtig, ja, auch schon fast empathisch, kann man sagen. Ganz, ganz, jetzt hat er hier so ein lautes Spielzeug. Ja, genau, geht's aber anders hin. Das war jetzt hier aber auch Vorführeffekt, ne? Da seht ihr ihn.
ist echt schon mega gewachsen, ist jetzt 13 Wochen alt und wir lachen uns immer total kaputt. Ja, er darf auf die Couch, weil er das noch nicht geschafft hat, auf die Couch hochzukommen. Immer so beim dritten Anlauf, dann hing er so, weil die Beine noch zu kurz waren. So, ganz viele Fragen, ist er stubenrein und wie machst du das mit stubenrein werden und so. Also, wir haben uns das vorher richtig gut überlegt, wie wir das machen wollen. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den habe ich mir sehr viel schwieriger und langwieriger vorgestellt. Das ist auch so ein Ding in dem Video. Ich möchte euch auf jeden Fall auch sagen, was waren meine Erwartungen, was ist so eingetroffen, wie ich es mir vorgestellt habe und was ist vielleicht ganz, ganz anders gekommen. Und das mit dem Stubenreinwerden, das konnte ich so durchsetzen, wie ich es geplant habe, aber ich dachte, es wird viel, viel schwieriger und langwieriger, weil ich das eben aus meiner Kindheit noch irgendwie anders in Erinnerung habe. Aber ich glaube, da waren wir einfach nicht so konsequent und hatten nicht so einen guten Plan. Also zuerst mal möchte ich dazu sagen, dass wir einen Garten haben und wir uns dazu entschieden haben, dass der Hund anfangs, wenn er noch ganz klein ist, also der darf Pipi in den Garten machen, in eine bestimmte Stelle auf der Wiese, was, finde ich, auch überhaupt gar kein Problem ist. Und wenn man dann so andere Hundebesitzer hört, die sagen, ja, aber dann lernt er ja, dass der in jedem Garten Pipi machen darf. Ja, woher soll der Hund denn wissen, ob der im Park ist oder in einem Garten? Also Wiese ist für den Hund Wiese, so, ne? Und der macht nur auf Wiese Pipi. Ich habe ihn immer, wenn ich das Gefühl hatte, er muss jetzt Pipi, habe ich ihn in den Garten getragen, weil er noch nicht Treppen runterlaufen durfte oder darf oder auch noch nicht konnte. Und dann habe ich ihn auf die Wiese gestellt und so hat er gelernt, dass er nur auf Wiese Pipi machen darf. Und es ist, kann man wirklich an einer Hand abzählen, wie oft hier ein Unfall passiert ist in der Wohnung. Und das war dann auch, ja, meine eigene Schuld. Das war nicht seine Schuld, sondern meine. Es gibt nämlich bei Welpen so ganz easy nach dem Essen, nach dem Schlafen und nach ganz wild spielen. So, ne? Dann müssen die Pipi. Und nach dem Essen müssen die auch meistens einen Haufen setzen. Und auch das war anfangs erlaubt oder auch gewollt, dass er das im Garten macht. Und ich habe dann so eine Schippe und dann schmeiße ich das auf den Kompost und dann ist gut. Und das ist jetzt auch schon anders geworden, weil ich jetzt ganz genau weiß, wann der muss. Und dann gehe ich natürlich mit ihm rüber auf die Wiese und in den Wald, wo er machen darf. Aber Pippi darf da auch weiterhin in den Garten machen. Es ist so, dass er immer noch ganz spät abends, so gegen 22 Uhr, kurz bevor ich ins Bett gehe, gehe ich einmal nochmal mit ihm in den Garten, dass er nochmal Pippi machen kann. Ansonsten, wenn ich das nicht machen würde, also ich wecke ihn abends, dass er nochmal Pipi macht. Wenn ich das nicht machen würde, würde er mich um 3, 4 Uhr wecken. Das war anfangs auch so, dass der wirklich auch Bescheid gesagt hat dann irgendwann und vor der Tür saß und gefiepst hat und dann wusste ich, da muss Pipi. Und nach... Boah, das war laut, ey. Ich dachte, dass es nachts ganz viele Unfälle geben wird und es gab nachts gar keinen. Es war immer tagsüber in so trubeligen Situationen, die ihr euch sicher vorstellen könnt. Der Hund hat gefressen, es waren noch Sommerferien, alle Kinder waren zu Hause. Ich weiß ganz genau, der Hund muss jetzt sofort Pipi, der Welpe frisst und dann muss der Pipi. Und dann muss man eben gucken, dass alle Schuhe anziehen und wir müssen schnell, schnell, schnell raus. Und es hat nicht schnell genug geklappt. Und dann musste ich umdenken. Ich habe tatsächlich am Anfang in den Sommerferien den Kindern erst Schuhe und, war ja auch so voll Regenzeit, den Kindern erst Schuhe und Jacken angezogen und dann dem Hund Fressen gegeben. Also, dass wir da alle quasi schon standen in Schuhe und haben gewartet, dass wir dann direkt raus können. Also, es ist witzig und man muss einfach gucken, wie man es macht. Wenn wir keinen Garten gehabt hätten, dann hätte ich ihn natürlich nach draußen auf irgendeine Wiese tragen müssen. Und das weiß ich nicht, ob ich das so gemacht hätte. Also, dieses kleine Stück Garten, der hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass wir überhaupt einen Hund haben.
Ich habe mich von nachts erzählt und es war auch eine Frage, wo der Otto denn schläft. Da haben wir vorher ganz viel drüber nachgedacht und es war uns dann eigentlich ganz schnell klar, dass der bei uns im Schlafzimmer schläft. Ein Hund möchte bei seinem Rudel schlafen, ein Welpe ist eben ein Baby und möchte bei seinen Menschen oder bei seinen Eltern schlafen. Und ein Hund möchte auch irgendwann sein Rudel beschützen, also der möchte nicht alleine schlafen. Und wir haben im Schlafzimmer hinter meinem Schminktisch so eine kleine Ecke, was auch total super ist, weil da kann man wirklich von keiner Seite außer von vorne hin. Und das ist sein Rückzugsort, wo auch die Kinder nicht hin dürfen. Das auch ganz viele haben gefragt, was gibt es da für Regeln und so. Das ist eine Regel, der darf beim Schlafen in seiner Ecke und beim Fressen auf jeden Fall nicht gestört werden. Und da weiß er auch, dass er sich zurückziehen kann. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig bei so vielen Kindern, dass er auch weiß, wo er eine Pause hat. Und das klappt super. Ich mache die Schlafzimmertür dann nachts zu, dass er nicht durch die Wohnung laufen kann. Und dann haben wir zwei Türgitter wieder aus dem Keller geholt, die wir eben für die Baby- und Kleinkindzeit hatten. Und eins ist an der Küche angebracht. Ich finde diese Türgitter für einen Welpen einfach, ja, absolut wichtig, weil der Hund hat für mich nichts in bestimmten Räumen zu suchen. Also der Otto darf niemals, nie in die Küche. Dadurch entstehen einfach ganz, ganz viele Situationen nicht, die ich nicht haben möchte. Also ich möchte nicht, dass er am Tisch bettelt. Ich möchte nicht, dass er irgendwas frisst, was runtergefallen ist. Ich möchte nicht, dass die Kinder ihm heimlich was geben. Ich möchte, dass die Kinder ganz in Ruhe essen können und nicht immer, oh, guck mal, der Otto und so, ne? Ich möchte nicht, dass da ein Unfall passiert, weil ich habe keine, also ich habe einen so einen großen, kennt ihr vielleicht aus meinem Ausmistvideo, ich habe so ein großes, offenes Vorratsregal. Da ist auch Mehl drin und da ist auch Schokolade drin und so. Und da kann ganz, ganz viel passieren in der Küche. Und deshalb ist die Küche tabu. Und er hat vor der Küche seinen Napf stehen. Und da wartet er immer ganz, ganz lieb, bis ich das Essen zubereite und dann bekommt er das vor der Küche. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wenn man natürlich so eine offene Wohnküche oder so hat, ist es schwierig zu managen. Mittlerweile ist es so, dass, also irgendwann wird es wahrscheinlich dieses Tor nicht mehr geben. Ich muss mal gucken, dass wenn das Tor offen steht, dass er trotzdem nicht reingeht, weil er das schon verstanden hat. Außerdem ist bei uns an der Küche auch der Balkon und das ist mir da auch zu gefährlich. Dann haben wir hier im Wohnzimmer, wie ihr seht, hier noch so ein Körbchen stehen. Das ist so sein Rückzugsort am Tag. In der Nacht schläft er tatsächlich nicht in einem Körbchen. Ich hatte eins hingestellt im Schlafzimmer, aber der liegt total gerne einfach nur auf dem blanken Boden. Manchmal vielleicht mit dem Kopf auf so einer kleinen Decke, aber der schläft nicht in dem Körbchen. Da ruht er sich manchmal aus oder der spielt da drin, aber der ist ein Bodenschläfer. Das auch so zu den Anschaffungen. Was habt ihr alles gekauft? Wir haben ein Körbchen gekauft und da ist halt auch jeder Hund anders, ne? Also der spielt da drin, aber eine Decke hätte es für ihn auch getan. Und nein, der Hund darf nicht ins Bett. Im Kinderzimmer haben wir das zweite Tor. Am Anfang haben wir es so gehandhabt, dass die Kinderzimmertür immer zu ist. Und das war uns aber irgendwann zu schlimm, weil er wollte auch eigentlich da spielen. Und das ist aber echt zu krass. Also da ist so viel Bastelsachen und Sachen, die kaputt gehen können und kleine Holzteile vom Kaufladen und Murmeln. Ich denke, mit dem Kinderzimmer, da wird das mit der Zeit irgendwann kommen, wenn der einfach kein Welpe mehr ist und nicht mehr alles ankaut, dass er mit zusammen mit uns auch ins Kinderzimmer darf. Aber zur Zeit, wenn die Kinder da drin spielen, liegt er vor dem Tor und genießt das. Kleiner privater Funfact, das finde ich immer total süß. Wenn ich die Kinder ins Bett bringe, wenn ich Einschlafbegleitung mache und wenn ich was vorlese und was vorsinge, dann liebt er das. Dann kommt er ans Tor und legt sich vors Tor und er schläft mit ein, wenn ich singe. Das ist richtig krass. Es ist wirklich so, das vierte Kind hat Fell. Was haben wir noch? Was fällt dir am schwersten?
Tatsächlich muss ich mich erst sehr an den Hundegeruch gewöhnen. Er hat am Anfang, war das für mich gar nicht so leicht, weil der hat so richtig nach Hund gerochen. Aber der kam auch aus einem Rudel. Da waren 5 erwachsene Hunde und 8 Welpen. Der hat so richtig nach Hund gerochen. Und ich dachte, hoffentlich gewöhne ich mich daran. Aber erstens habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt und das ist auch nicht mehr so. Also der riecht jetzt nach Hund, aber nach leckerem Hund. Das riecht jetzt gut und ich achte auch auf seine Hygiene. Und er riecht halt auch ein bisschen so nach unserem Zuhause jetzt. Aber das, der Geruch von dem Futter. Also da wurde auch ganz viel gefragt, wie ich den Hund ernähre. Und ich sträube mich so ein bisschen, das hier zu sagen. Weil, also, Hundemenschen, das ist ja noch krasser als Mütter unter sich, ne? Ich habe das Gefühl, dass Hundemenschen noch mal ein bisschen krasser sind, weil es fehlt diese Sensibilität, die Mütter vielleicht heutzutage so ein bisschen entwickelt haben, sodass man jetzt nicht wirklich, in echt sagt ja wirklich kaum einer, wie du stillst nicht, warum nicht? So, ne? Das wird immer auf Instagram so dargestellt, aber wirklich im wahren Leben passiert das jetzt heutzutage nicht mehr so oft, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Aber ich habe das Gefühl, Barfen ist das neue Stillen und du fütterst Trockenfutter? Also, der Otto wird gebarft. Wer nicht weiß, was das ist tatsächlich, der bekommt rohes Fleisch. Und das ist natürlich auch krass, wenn man irgendwie Jahre zuvor irgendwie versucht hat, in der Familie nicht mehr so viel Fleisch zu essen und mehr auf vegan umzustellen oder vegane Alternativen zu finden. Und plötzlich kauft man sich so einmal im Monat eine halbe Kuh und lagert die im Gefrierfach. Aber ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt mit auch vegetarischer oder veganer Hundeernährung und ich bin da. Also da bin ich raus. Aber das ist halt wie gesagt so ein Thema, das will ich gar nicht so viel thematisieren, weil ich weiß, da kommen jetzt Nachrichten. Aber der Otto bekommt rohes Fleisch mit gekochten Kohlenhydraten, gekochtem Obst und Gemüse. Also ich mache das auch so. Am Anfang habe ich so Barf-Sachen gekauft. Also ich kann auch nicht alles ertragen. Hier gibt es kein Pansen oder so. Und manche Sorten von Fleisch stinken ganz schlimm. Ich habe jetzt so meine Schiene gefunden, also was er für ein Fleisch bekommt und wie ich das auch lecker mische. Also ich koche ihm dann dazu Reis und Süßkartoffeln und Apfel. Und also teilweise riecht es dann am Ende auch sogar lecker. Und er kriegt richtig gesundes Futter. Immer schön mit Öl noch dazu, zwischendurch mal ein rohes Ei oder ein bisschen Joghurt und Frischkäse. Ich habe da auch Bücher zu gelesen und habe dann aber hinterher einfach irgendwie so meine eigene Mischung gefunden. Dann gibt es so Leckerlis, so Trainingsleckerlis. Ey, die haben so gestunken. Ich habe es nicht ausgehalten, wie meine Hand nach dem Gassigehen gerochen hat. Wirklich, es war so schlimm. Mittlerweile bin ich umgestiegen auf so vegetarische Hundeleckerlis, die so aussehen wie Plätzchen, die so ganz leicht sind, die sehen aus wie Kekse, also das sind so Getreide, Obst, Gemüse, da gibt es auch welche mit Fleisch, die auch nach gar nichts riechen, aber diese Kekse, die kann man dann auch mal in der Hosentasche oder in der Jackentasche haben oder so, die riechen nach gar nichts und die frisst er zum Glück auch gut und der verträgt auch bisher alles, aber diese, boah, diese Entenfleisch Leckerlis, da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Ich habe einmal so ein paar solche ekligen Leckerlis in der Hosentasche gehabt. Soll man natürlich auch nicht machen. Ich habe natürlich auch so ein Ding, so eine Umhängetasche, die ich richtig hässlich finde und die ich gar nicht benutzen möchte eigentlich. Deswegen habe ich die einfach in die Hosentasche gesteckt und ich habe die da drin vergessen und ich denke, warum stinke ich denn so? Stinkt meine Hintern? Muss ich war ich nicht duschen? Dann denke ich, oh, habe ich noch so, auch noch so in Sternform, so super schick und stinkt einfach nach Tod. Tatsächlich fällt mir dieser der Geruch am schwersten und das habe ich jetzt so geregelt für mich. Und dann ist es tatsächlich der zweite Punkt, die Hundemenschen. Einerseits erstmal das Positive ist, dass ich, man lernt ja auch ganz, ganz tolle Menschen kennen. Ne? Und ich kenne ja hier in der Umgebung oder ich sehe ganz, ganz oft, jeden Tag die gleichen Menschen mit Hunden, die spazieren gehen. Und ich war halt immer nur mit den Kindern spazieren. Jetzt haben wir auch einen Hund. Und dann kommt man natürlich nochmal ganz anders ins Gespräch. Und oft ist das ganz nett. Oft nervt das aber auch tierisch.
dass ich einfach, weil die Hunde, du kannst ja nichts machen, ne? Du läufst und die riechen sich am Hintern. Und dann stehst du ja auch nicht da und sagst so, So, man muss gerade mit einem Welpen alle 3 Minuten Smalltalk, ne? Jeder will wissen, wie alt, was es ist und wie der heißt und wie es so läuft und so. Und ja, das fällt mir noch ein bisschen schwer, weil ich auch manchmal einfach mich gar nicht unterhalten will, aber schwer. Und oft auch so Krisensituationen, ne? Manche wollen dann halt auch voll an der Leine die spielen lassen, was eigentlich nicht erlaubt ist. Und manche sind dann auch voll streng und man weiß oft nicht, jeder verhält sich halt anders, ne? Und dann ist man unsicher, da muss ich noch ein bisschen selbstbewusster werden. Und dann läuft das auch. Was ich mir sonst, generell kann ich sagen, dass es besser läuft, als ich dachte. Also ich dachte, es wird viel schwieriger, ihn zu erziehen, ihm was beizubringen. Ich dachte, es wird viel schlimmer mit stubenrein werden. Ich dachte, es wird hier ganz schlimm. Hier wurde nicht einmal irgendwie auf die Couch gepinkelt, ins Bett gepinkelt oder es wurde nicht einmal eine Wand, eine Tür oder ein Möbelstück angefressen. Das Einzige, was der so ankauen will, sind Pflanzen. Die steht aber tatsächlich sonst immer oben auf der Fensterbank immer noch. Da habe ich jetzt nur, weil die Kamera da steht, runtergestellt. Also Pflanzen und Klamotten, die vom Kleiderständer runterhängen, die habe ich aber alle weiter nach oben. Ansonsten hat er nichts kaputt gemacht, noch gar nichts. Was der richtig gut findet, ist Klorolle abwickeln. Und die kann ich aber nicht, die mache ich nicht woanders hin, da sträube ich mich dagegen. Das muss er einfach lernen. Ich gehe halt immer hin und sage nein. Und dann guckt er mal heimlich und dann macht er so und zieht so die Klorolle ganz lang. Das findet er richtig cool. Worauf ich wirklich gar nicht gefasst war, was ich irgendwie wusste, aber nicht dachte, dass es so ein Thema wird, ist das Beißen. Und man könnte es jetzt anders nennen, weil Welpen, das ist ja kein bösartiges Beißen, aber Welpen haben ganz, ganz kleine spitze Zähne und ihr kennt das vielleicht, dass die Welpen dann so in die Hände beißen beim Kuscheln und beim Spielen und für uns Erwachsene ist das alles easy peasy. Aber für kleine Kinder ist es natürlich nicht so lustig. Und der musste das sehr, sehr doll lernen und am Anfang hat er auch beim Ballspielen oder beim Gassigehen mal so in die Gummistiefel unten reingebissen oder in die Hose und dann auch mal das Bein getroffen. Also da will ich auch nichts beschönigen oder so. Hier gab es auch mal Kratzer und Tränen, nie zum Glück was Schlimmes und wir haben das auch in den Griff bekommen. Aber das war mir echt nicht so bewusst. Aber wenn man einfach mal Welpen spielen sieht, die spielen so. Und gerade die Kinder sind natürlich deren neues Rudel. Und da muss man sich drauf einstellen, dass man da ganz klare Regeln findet und dass der Erwachsene, also ich bin quasi die verantwortliche Person, ich bin immer dabei und im Notfall beiße ich auch zurück, wenn es zu schlimm werden sollte. Ne? Wir haben jetzt noch keine Katastrophen erlebt, aber das war auf jeden Fall ein Thema. Wir haben ja auch die Babys von meiner Schwester und da war der zum Glück sehr, sehr zaghaft. Also die haben ihm sogar am Fell gezogen und er hat nichts gemacht. Niemals war das Beißen irgendwie mit einem Knurren oder bösartig heraus. Es ist einfach im Spiel. Wenn er gestreichelt wird, dann legt er sich auf den Rücken und dann will er an irgendwas knabbern. Wie Babys einfach. Der hat halt nur keinen Schnuller. In 3 Wochen sowas von besser geworden. Der hat sowas gelernt wie eine Art Beißhemmung, dass der noch so knabbert, aber nur ganz leicht das Maul so zumacht. Aber am Anfang war das halt noch... Und was ich daran aber so krass finde, ist, dass die Kinder ihm alles verzeihen. Er hätte den Kindern, ich sag es euch, die Nase abbeißen können. Nach 2 Minuten wieder Otto und legen sich auf den drauf und das ist einfach die große Liebe. Es ist unfassbar. Das war auch natürlich oft die Frage, wie die Kinder jetzt damit umgehen und wie die das finden. Die sind so stolz und so voller Liebe, das ist viel, viel mehr und besser, als ich mir vorgestellt habe. Das macht ganz, ganz viel. Und ich dachte, ach, die gewöhnen sich da dran. Ne? Die haben jetzt wochenlang Welpe zu Hause. Und es ist trotzdem immer noch, wenn die von der Schule kommen, vom Kindergarten kommen. Otto, Otto, du bist so süß. Oh, guck mal, der Otto. Der wird hier so geliebt. Und
und so viel Aufmerksamkeit. Und ganz viele haben mir auch geschrieben, ein Australian Shepherd, da muss man ein bisschen gucken, dass der auch zur Ruhe erzogen wird, sonst wird der total hyperaktiv. Und das ist eben auch so das, worauf ich sehr, sehr achte, dass der auch seine Ruhepausen hat. Der kann auch schon alleine bleiben. Wir waren auch schon sogar 2 Stunden im Schwimmbad und ich war schon einkaufen. Ich war auch heute wieder beim Arzt. Der kann super toll alleine bleiben. Ich muss natürlich gucken, wo. Der darf nur quasi in unserem großen, langen Flur alleine bleiben. Da hat er dann sein Körbchen stehen, sein Trinken. Ich gebe ihm immer irgendwie so ein Knabberfress-Ekel-Ding, so ein Ohr oder so, damit er auch erstmal beschäftigt ist und bleibt natürlich nur alleine, wenn er gerade richtig ordentlich draußen war. Das klappt einfach hervorragend, das habe ich nicht gedacht. Ich habe am Anfang das Babyphone angeschaltet, das, was man mit dem Handy verbinden kann, damit ich sehe, was er macht. Und tatsächlich hat er so am Anfang mal so 2 Minuten oder so geweint vor der Tür, so gejault, herzzerreißend, aber dann legt er sich einfach hin und pennt. Der macht auch echt so 3 Stunden Mittagsschlaf, ne? Also der schläft zwischendurch einfach immer wieder 3 Stunden irgendwo und dann geht der richtig ab und dann schläft er wieder 3 Stunden. Wie wir Auto fahren, war eine Frage, und wir haben ja das große neue Auto und der hat hinten drin eine Faltbox und ich weiß nicht, ob der noch reinpasst, wenn er groß ist, weil mir wurde diese Box empfohlen, diese Größe, aber ich glaube, da muss noch mal eine größere her. Ich sehe auch jetzt schon, der wird groß. Also ich kenne ja seinen Vater und mir wurde gesagt, der wird ungefähr so. Irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl, der wird noch größer. Wir sagen auch alle Leute, der hat so dicke Pranken. Jetzt pennt er übrigens auch schon wieder. Was ich mir noch nicht so schwierig vorgestellt habe, ist das mit den Kindern an der Leine laufen. Also morgens bringe ich immer die Großen erst zum Schulbus und dann gehe ich mit dem Kleinen zusammen mit dem Otto zum Kindergarten. Und wir brauchen 3-mal so lange jetzt, weil der natürlich überall schnuppert. Und von links nach rechts geht, und der ist natürlich noch zu klein, der muss noch nicht perfekte Leinenführigkeit und so hier lernen. Der soll an der lockeren Leine laufen, wie er möchte, aber der läuft halt wirklich von vorne nach hinten. Und ich stelle mir mal seine Stimme vor. Oh, guck mal, ein Blatt, und dann ist der Wind, und dann, oh, da muss ich auch noch mal gucken, oh, was riecht denn hier? Und dann ist der pium, 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 wie ein Flummi. Und danach, nach einer halben Stunde, kann der dann nicht mehr laufen. Dann legt er sich hin, dann muss er getragen werden, weil er dann nicht mehr kann. Der powert sich so aus. Also der ist einfach noch richtig, richtig klein. Was ich, das muss ich jetzt hier unbedingt, das mache ich jetzt auch als Abschluss, sonst wird es zu lang. Auch nochmal, auch wenn dieses Video hier nur 12 Leute sehen, auch nochmal als Appell. Wir wohnen eigentlich in einer relativ guten Gegend. Jetzt nicht so obergut, aber schon eine ordentliche Gegend. Und mir ist schon aufgefallen, dass es irgendwie schlimmer wird mit Müll draußen, so, ne? Das ist eine Katastrophe, wenn du einen Hundewelpen hast. Also auch so ist es eine Katastrophe, auch für die Kinder zu sehen, wie viel Müll auf den Straßen liegt heutzutage. Aber wenn du einen Hund hast, ich bin nur damit beschäftigt, diesem Welpen Müll aus dem Mund zu holen. Es ist eine Katastrophe. Zigarettenstümmel sind dann noch das am wenigsten Schlimmste. Wie viele Kaugummis, riesige Hubba-Bubbas, ich schon mit den bloßen Händen aus seinem Maul rausziehen musste. So gefährlich ist gerade auch hier, ich glaube, das ist Erythrit. Süßungsmittel sind richtig schlimm giftig für Hunde. Und die sind ja oft auch in Kaugummis drin und so. Die fressen Kaugummis, die fressen diese Folien von den Zigarettenschachteln, die einfach weggeschmissen werden. Das klebt denen hinten im Hals. Die wollen alles mit dem Mund erforschen und die schlucken das auch runter. Also ich will nicht wissen, wie viel der schon aus Versehen gegessen hat, weil ich auf den Hund geguckt, auf das Kind geguckt habe. Aber wie viel ich den schon aus dem Mund rausgeholt habe, das ist echt schlimm. Also hier nochmal ein Appell an alle, die das sehen. Achtet auch nochmal vermehrt drauf. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Das ist wirklich anstrengend und er kann schon nein. Und dass er das dann auch wirklich fallen lässt. Aber wenn das so besonders lecker ist,
dann ignoriert er auch gerne mal mein Nein. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Gut aufpassen. Und dass man dann viel beschäftigt ist mit aufzupassen, dass der immer auf der richtigen Seite läuft, dass der nicht zieht, aber dass ich ihn auch nicht ziehe und dann immer halt natürlich auch noch das Kind daneben oder manchmal auch drei Kinder daneben. Das ist auf jeden Fall anstrengender, als ich dachte, aber es wird natürlich auch immer besser. Ja, ich gehe zur Hundeschule. Der Otto ist in einem Welpenkurs. Der ist immer samstags. Das finde ich ein bisschen kacke. Ich hätte mir gewünscht, dass ich vormittags irgendwo hingehen kann, aber andere Menschen müssen natürlich auch vormittags viel arbeiten und deswegen müssen wir da halt samstags hin. Und das ist jetzt erstmal alles, was ich euch erzähle. Ich glaube, ich müsste noch einen zweiten Teil dazu filmen. Ihr könnt mir gerne mal eure weiteren Fragen hier in die Kommentare schreiben und dann wird es in den nächsten Videos aber auch wieder mit So erziehe ich, mit Food Halls und mit Garten weitergehen und natürlich auch mit Alltagsvlogs. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir, was ihr für einen Hund habt, ob ihr einen Hund habt oder ob ihr auf gar keinen Fall einen wollt oder ob ihr eventuell einen wollt. Ich kann im Endeffekt sagen, man muss selber dafür bereit sein. Die Kinder sollten das richtige Alter dazu haben. Wenn man jetzt noch ein kleines Neugeborenes hat, würde das wahrscheinlich auch noch gehen, weil du kannst es gut irgendwie auch irgendwo beschützen. Aber ich glaube, Kleinkinder ist das Schwierigste. Kleinkinder und Hundewelpe gleichzeitig ist hart. Ansonsten ist es wirklich schöner und einfacher, als ich mir gedacht habe. Ich war auf das Schlimmste vorbereitet, aber das hat wahrscheinlich halt auch was mit der inneren Einstellung und auch mit dem Welpen im Endeffekt zu tun, so den man sich da aussucht. Was ich auch noch anders gedacht habe, ich wusste, dass Tierarzt teuer ist, aber dass Tierarzt so teuer ist. Ich würde fast so weit gehen und sagen, ein Hund ist teurer als ein Kind. Also jedenfalls als Baby so, ne? Die Anschaffung, die Tierarztkosten und so ist teurer als Erstausstattung, kann ich euch sagen. Fand ich echt. So. Liegt aber auch daran, dass man das Kind ja selber macht, ne? Und nicht bezahlen muss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video gesund und munter wieder. Ciao!